Also auf gut Deutsch, du bist beschissen worden, du hast zu viel vertraut. Das Lustige ist, ich habe vorhin mit dem Karl ein Interview gemacht und er hat ein ähnliches Beispiel gebracht. Bist du nicht mehr Profi? Die Profi-Lizenz verliert man natürlich erst mit dem Tod. Was war dein bisher größter Fehler? Ich habe mich nicht von dir coachen lassen. Das haben die Russen auch schon so gemacht, ganz genau. Doch, ja. Was einen immensen Wissensschatz, muss ich auch dazu sagen, aber das ist nicht meine Schuld. Hallo Sportsfreunde, mein Name ist Johannes Lukas. Ich war auf dem World Fitness Day unterwegs und habe mir gedacht, ich frage mal ein paar meiner Kollegen, welches deren größter Fehler war, aus dem sie aber auch gleichzeitig am meisten gelernt haben. Ich würde mir natürlich wünschen, dass es einen Mehrwert für euch darstellt, das Video. Und meinen Kommentar, meinen Senf gebe ich dann am Ende dazu. Viel Spaß beim Zuschauen. So, jetzt habe ich den Flavio Simonelli hier. Flavio, auch an dich die Frage. Was war dein größter Fehler und was hast du daraus gelernt? Also ich habe viele Fehler gemacht. Ich würde sagen, einer ist viel, ich habe schon relativ früh angefangen, Dinge zu lernen und zu lesen, aber ich habe nicht so viel umgesetzt, wie ich eigentlich wollte. Ja? Das heißt, man liest ein Buch nach dem anderen oder unterhält sich. Machst du ja jetzt noch. Mach jetzt noch, ja. Du hast einen immensen Wissensschatz, muss ich auch dazu sagen, aber das ist nicht meine Entschuldigung, bitte. Und dann merke ich halt einfach, dass man mehr umsetzen muss, ja. Also liest man eine Sache, umsetzen, lest eine Sache, umsetzen und nicht nur lesen, 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 ja, und nichts umsetzen. Und das ärgert mich manchmal. Ich habe so viele Notizbücher voll und denke mir so, was, das war vor 6 Jahren? Ich dachte, das wäre jetzt der neue Erkenntnis. Was war in den letzten 6 Jahren? Da ärgere ich mich so ein bisschen, muss ich sagen. Also das, was man lernt, auch möglichst schnell umsetzen und anwenden. Ja. Vielleicht lieber ein bisschen weniger lesen. Und dann, das machen ja manche Bücher auch so, gibt es ja oft, dass du nur ein Kapitel am Tag lesen sollst. Ja. Und das dann auch wirklich verinnerlichen und umsetzen. Ich glaube, im Training ist es genau dasselbe. Du kannst viel zu viel theoretisieren. Ja. Am Ende ist das Machen erstmal wichtiger als das Auswerten. Definitiv. Oh, da ist gerade was an dir vorbeigeflogen. Ja, hast du auf der Rübe. Ja, vielen Dank, Flavio, würde ich sagen. Gerne. Mach's gut, ciao, ciao. Das klappt ja super mit uns hier. Guck mal, ich hab's so gemacht. Zack. Ach so, ich dachte, du bist eine Armanspannung. So, Sportsfreunde, hier habe ich einen sehr interessanten, erfolgreichen jungen Mann, sowohl geschäftlich als auch im Social Media Influencing. Der Karl, meine Frage an dich, welches war dein größter Fehler und aus dem du auch am meisten gelernt hast? Mein allergrößter Fehler war, dass ich Menschen alles wissen, was ich gegeben habe, kostenlos, also ich habe im Endeffekt alles, was ich wusste, vielen Leuten komplett kostenlos gegeben, von A bis Z, habe die mit aufgebaut, alles gemacht und dann, als der ganze Aufbau fertig war und quasi die Immobilie gebaut wurde und man investiert hat und es dann eigentlich Zeit war, Miete einzusammeln, gab's keine Miete. Dann gab es keine Miete. Das heißt also, mein größter Fehler war, ich habe quasi wie bei einem Immobilienprojekt alles aufgebaut, vorfinanziert, reingesteckt und dann, wenn alles schön fertig war, durch einen großen Teil von meiner Arbeit auch, wurde quasi die Miete nur von einer Partei eingenommen und zwar nicht von mir. Und zwar dann sogar nicht nur nicht von mir eingenommen, sondern sogar nochmal draufgekackt auf mich. Also auf gut Deutsch, du bist beschissen worden, du hast zu viel vertraut. Was ist die logische Konsequenz? Immer Geld für alles nehmen, oder? Nee, und du bietest auch Gratis-Coachings an, weiß ich, zum Beispiel. Ja, also ich biete im Endeffekt extrem viele Dinge kostenlos auch an. Und man darf natürlich jetzt nicht sagen, okay, man vertraut keinem mehr. Nein, das ist wahr. Das ist genauso, wie wenn man jetzt einmal in einer Beziehung betrogen wird und dann sagt, alle und dann irgendwie nie wieder. Ich habe da auch dann Kollegen, die behandeln dann jede Frau, als wären sie selber ein Zuhälter und sagen, alles ein Scheiß, man kann keiner trauen. Und dann war eben der größte Fehler, dass ich quasi dann genau da reingerutscht bin, in dieses Extrem. Ah, okay. Und dann gesagt habe, okay, ich vertraue gar keinem mehr, mach alles selber, nur noch alles mit Vertrag und Geheimnistuerei und. Und dann da wieder so das Mittelfeld zu finden, war extrem wichtig. Und ein zweiter extrem großer Fehler war... Darf ich den Karl unterbrechen? Das Gute ist, ich habe gesagt, ich möchte eine kurze Antwort, damit du nicht zu viel weißt. Ich finde es total geil. Aber der Karl hat viel zu erzählen. Das finde ich richtig gut. Wenn ihr mehr von ihm sehen wollt, schaut auf jeden Fall bei dem Lifestyle-Kanal vorbei. Da gibt es auch Informationen raus. Ansonsten ganz kurz nochmal die letzte Frage, die finde ich wichtig. Okay. Wenn du ein Gerät im Fitnessstudio sein könntest, was wärst du? Ich persönlich... Es muss kein Gerät sein, du kannst auch einfach eine Langhantel sein zum Beispiel.
Nee, dann wäre ich eine Kurzhantel. Eine Kurzhantel, bist du eine Kurzhantel? Dankeschön. Ja, heißt du? So, jetzt habe ich den Patrick Reiser. Ich denke, du hast auch einiges zu erzählen, einiges an Erfahrungen, was du uns weitergeben kannst. Auch an dich die Frage. Yes. Wenn, hast du einen Fehler gemacht? Was war der größte Fehler? Und inwiefern hast du davon am meisten profitiert? Okay, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also prinzipiell sehe ich immer das Leben so, es gibt eigentlich keine Fehler. Und es gibt auch keine negativen Erfahrungen. Okay. Es gibt vielleicht im Moment, wenn du so nahe an einem Ereignis bist, was in erster Linie als negativ erscheint, ja, siehst du es als negativ. Ja. Wenn du aber dann rauszoomst und das große Ganze siehst, vor allem vielleicht 2-3 Jahre später, ja, okay, ergeben sich solche Ereignisse meistens als krasse Ereignisse und bringen dich dorthin, wo du heute bist. Verstehst du, was ich meine? Weil es aber ein Fehler war, der dich dann im Endeffekt... Also, aber ich sag mal, formulieren, ja, wie man ja will. Ja. Ja. Aber natürlich, wenn man langfristig denkt, denkt man sich, hey cool, das war jetzt vielleicht nicht unbedingt richtig, deswegen war es ein Fehler, aber du hast deine Konsequenzen rausgezogen und es beim nächsten Mal anders gemacht. Hast du einen speziellen Fall? Ja, also, ja, sicher. Also auf was ich sicher mehr achten würde, jetzt speziell, oder wenn ich was anderes machen würde, ja, dann wäre es im Vorfeld nochmal besser checken, mit wem du zusammen Business machst. Okay, das ist sehr interessant. Ja, weil wenn du schließt dich mit jemandem zusammen, mit 1, 2, 3 Leuten, machst Business zusammen, dann ist das was Langfristiges. Ja. Und du solltest dir hundertprozentig sicher sein, dass auch in ein paar Jahren das Verhältnis gut ist. Aber kannst du doch nie sicher sein, das weiß man ja nie vorher. Kannst du nie sicher sein, aber du kannst es zumindest nochmal besser checken, weißt du? Nochmal einfach besser überprüfen für dich selbst. Und nicht zu schnell einfach sagen, ja, weißt du was, let's go. Ich weiß genau, was du meinst. Ganz am Anfang, das muss ich jetzt nicht mal auf meine Karriere, auf YouTube-Karriere basieren, auch andere Business. Vorher noch andere Entscheidungen, ja. Dass man einfach sagt, okay, zu schnell, yes, komm hier zusammen, wir starten ein Business. Und du bist hier noch, du kennst auch diese Person vielleicht noch zu wenig gut oder hast sie noch zu wenig gut untersucht. Ja. Das kann einfach in Zukunft schlecht sein für euer Business. Aber das ist ja auch schwierig, weil in einer Beziehung ist ja auch so, du lernst dich kennen im Laufe der Zeit und erst dann später lernst du die Macken kennen. Ja. Und das ist halt, manchmal muss man halt einfach ein Risiko eingehen und weiß dann vielleicht andere Partner anders zu schätzen oder andere, ja, weißt du, okay, gut. 100%, ja, also das wäre so der Fehler. Oder Fehler, ja. Also, das Lustige ist, ich habe vorhin mit dem Karl ein Interview gemacht und er hat ein ähnliches Beispiel gebracht. Er hat gesagt, nicht zu sehr vertrauen. Das fand ich ganz spannend. Geht ja in die ähnliche Richtung, oder? Ja, genau. Nicht zu sehr, so schnell vertrauen und nochmal genau abchecken, mit wem was zu tun hat. Sofern möglich. Weißt ja, du? Ja, 100%. Also ich sag immer so, Vertrauen, ja, aber weißt du, Vertrauen ist ja auch eine extrem wichtige Basis für Fortschritt und Wachstum. Egal, ob jetzt in einer Beziehung oder in einem Business. Ja. Ich würde so formulieren, sei diese Person, die am krassesten involviert ist in alles, aber sei die mit dem größten Abstand. Ja, okay. Weißt du, was ich meine? Okay. Sodass du einfach einen Abstand hast. Aber ist das eine richtige Challenge, ist ja richtig schwer. Ja, weil das kriegst du. Es geht. Aber da braucht man Übung und Erfahrung. Ja, richtig. Aber es geht. Ja? Sei der am meisten involviert ist in alles, aber sei der am meisten disattached ist. Vielen Dank, Dank. Hab mich sehr gefreut. Ja, mich auch. Danke euch, danke, danke. Jetzt habe ich hier den Matthias Botthoff, IFBB Pro, oder bist du nicht mehr Profi? Die Profi-Lizenz verliert man natürlich erst mit dem Tod, aber aktiv bin ich nicht mehr. Also, Aber theoretisch und... Der Titel bleibt dir erhalten, ist immer schön, kannst du Werbung machen auf Instagram, sieht geil aus. Sieht geil aus. Und IFBB noch dazu schreiben, das ist ganz wichtig. Nicht. Ja, natürlich. Ja. Heute vielleicht nicht mehr. sag mal, auch an dich die Frage. Wenn es einen Fehler gibt, den du gemacht hast, welcher war das und was hat er dir quasi beschert im Umkehrschluss? Was war die Konsequenz daraus? Also leider habe ich in meinem Leben ganz viele kleine Fehler gemacht. So einen richtig riesen Fauxpas habe ich mir nicht erlaubt. Aber was ein Fehler war, ich war immer ein sehr schlechter Schüler. Und wenn ich so zurückblicke, ich hätte gern irgendwas studiert im Bereich Sport oder Medizin, weil ich bin ja eigentlich ein Mensch, der aus der Praxis kommt, aber von der Theorie eigentlich keine Ahnung hat. Und wenn ich dann so andere Namen, die ich kenne, wie zum Beispiel die Frau Dr. Martina Olesch, wenn ich sehe, die es wirklich studiert hat, mit was für einem Wissen die glänzen kann, dann denke ich immer so zurück, hättest du vielleicht früher mal ein bisschen weniger Sport gemacht und etwas mehr gelernt, hättest du was Vernünftiges aus deinem Leben gemacht. Nein, aber ohne Spaß, das wirklich so zurückblickend. Ja, okay, ich weiß, was du meinst. Warum habe ich da zu dem Zeitpunkt nicht schon die Disziplin gehabt, den Ehrgeiz gehabt und habe da in der Richtung mich weitergebildet? Du hast halt nicht an allen Lebenssäulen gearbeitet, du hast dich primär auf den Sport konzentriert, aber es ist ja nicht so, dass das aus dir nichts geworden ist. Du hast dein eigenes Gym, du bist Geschäftsmann, du bist Social Media, Influencer, Bodybuilding-Profi, du bist gesund.
stehst mitten im Leben, Alter, ich glaube, es könnte schlimmer sein, oder? Ich will mich nicht beschweren. Absolut nicht. Aber wenn ich zurückblicke, dann ist es doch so ein Ding, wo ich denke, ey, das wäre mal ganz schön gewesen. Ja, die Message finde ich gar nicht so schlecht da draußen für die Jugendlichen, dass wir schauen sollten. Also nicht nur pumpen, sondern auch immer schön in der Schule lernen. Absolut. Und versuchen, alle Säulen zu bedienen. Das heißt, also Karriere, Schule, Beruf in Anführungsstrichen, Sport. Definitiv. Und Familie, Freunde. Kann ich jedem nur empfehlen. Nicht jeder hat das große Glück wie wir beide, dass wir wirklich, und danke, vielen Dank an euch dafür, dass wir von unserem Sport leben können. Indirekt schon, bestimmt. Tatsache. Ja. Machen wir ja. Ja. Dankeschön. Jetzt haben wir hier den Brosep, Leute. Und auch der Brosep muss folgende Frage beantworten. Was war dein bisher größter Fehler, aus dem du aber auch gleichzeitig am meisten gelernt hast? Ich habe mich nicht von dir coachen lassen. Antwort war richtig. Nee, ich habe früher einfach auf die Technik gar nicht geachtet. Und das war übelst der Fehler, weil ich habe jetzt immer noch Probleme teilweise im Training. Und da muss mein Training so ein bisschen anpassen, sodass es halt doch gut klappt. Ne? Und das würde ich auch jedem da draußen den Tipp geben. Technik, Freunde. Darauf achten. Und nicht so dumm sein wie der Brosep. Ich glaube, es ging vielen anderen Leuten auch so. Ja. Ja. Aber damals, als ich angefangen habe zu trainieren, da hat man einfach das gemacht, was der Krasseste auch gemacht hat. Da gab es keine Tutorials. Orientier dich immer am breitesten. Ja, logisch. Ja, das funktioniert leider nicht. Ja, leider nicht. Für die Person vielleicht schon, aber für 90% der anderen Menschen vielleicht nicht. Wie früher die Bulgaren, weißt du, die haben ja auch so oft gebeugt als Gewichtheber. Und jeder, der es halt einfach nicht geschafft hat, ist niemals Gewichtheber geworden dort. Der ist halt schon vorher abgekackt, so, weißt du? Das haben die Russen auch schon so gemacht, ganz genau. Das nennt man natürliche Selektion. Ich auslese, ganz genau. Oder? Vielen Dank fürs Interview. So, Sportsfreunde, jetzt bin ich dran. Und ich habe in meinem Leben schon eine Menge Fehler gemacht. Ich bin die Version von Mensch, die einfach mindestens einmal auf die heiße Herdplatte rauffassen muss, um zu merken, ist ja heiß. Vielleicht mache ich es auch noch mal ein zweites Mal, spätestens beim dritten Mal weiß ich dann. Okay, war eine scheiß Idee, hätte ich dir sparen können. Ja? Und einer von den Fehlern zum Beispiel war auch wie beim Brosep, die Technik falsch gemacht zu haben, aber man wusste halt auch nicht besser, wie man sie macht, denn ich hatte nicht so ein tolles Medium wie zum Beispiel YouTube, das Internet allgemein oder irgendwelche tolle Trainingslektüren, die es heutzutage gibt. Insofern hat man einfach irgendwie von anderen Sportlern gelernt und sich mit den Profis umgeben und gegenseitig beraten. Ja. Und da das ja nicht langweilig werden soll, das Video, und ich nicht den Brosep nachplappern will, muss ich euch von einem anderen Fehler erzählen. Und zwar war es gerade in meiner ersten Stumme- und Drangphase so, wo ich einfach zu viel in den Sport investiert habe und nur an dieser einen Säule arbeitete, dass ich mir auch sehr viel darauf eingebildet habe. Wenn ich sage Säule, meine ich die Lebenssäule nur Sport, nicht Familie, Freunde oder irgendwie meine Weiterbildung, sondern tatsächlich nur Sport im Kopf hatte. Und mir natürlich dementsprechend viel darauf eingebildet habe und dachte, ich wäre tatsächlich mehr wert. Das ist ja ein Hautständer hier, der kann noch nichts, der macht ja kein Bodybuilding, also kann er nicht cool sein. Ja, also ich kam mir tatsächlich, wie alt war ich, 20 oder so, kam mir mehr wert vor, weil ich mehr Muskeln als der Durchschnitt habe jetzt nicht mehr. Also immer noch Muskeln, aber jetzt weiß ich, dass ich nicht mehr wert bin und dass es eine absolute Katastrophe ist, sich einzubilden, man sei etwas Besseres, weil man, keine Ahnung, Muskeln hat oder lange schwarze Haare, irgendeine tolle Frisur, irgendein Statussymbol, mit dem man angibt. Also einfach zu glauben, man wäre irgendwie mehr wert als irgendein anderer Mensch, ist schon mal per se Schwachsinn. Ja? Und aber ich war damals auch so auf dem Trip, das war für mich so. Und ja, man hat sich damit vollständig identifiziert. Das ist wie, wenn ihr euch mit eurer Ernährungsform identifiziert und denkt so, ja, ich mache jetzt Intermittent Fasting, alles andere ist Schwachsinn. So, ich bin jetzt vegan und muss jetzt alle missionieren. Und jeder, der nicht vegan ist, ist ein Kloppi. So, das ist natürlich völliger Käse. So viel dazu. Ich glaube, ich könnte noch von vielen, vielen anderen Fehlern erzählen. Ich habe auch schon mal ein Video gemacht. Infocard füge ich ein, in dem ich euch von meinen größten Fehlern im Bodybuilding erzählt habe, glaube ich. Ja. Infocard jetzt. Ping. Ansonsten kommt jetzt die Abonnation. Ich bedanke mich für euch. Wie gesagt, würde ich mir wünschen, dass ihr diesen Content als genauso wertvoll einschätzt. Ich finde es total klasse, so erfahrene Menschen, denn YouTube zwingt einen zu reifen und sich weiterzuentwickeln, wie auch andere Dinge. Aber ich merke oft, dass gerade so ein Patrick Reiser oder so ein Flavio Simonetti, der auch noch gläubig ist und Gott, wo Gott einfach über allem steht,
die haben einfach echt was zu erzählen. Die haben schon viel erlebt in ihrem Leben, mussten sich viel mit Problemen auseinandersetzen, haben viel Shitstorm geerntet. Und ja, ich finde es richtig cool. Bitte schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr das eine gute Idee fandet, ob ihr vielleicht mehr von sowas sehen wollt. Es gibt noch einige Menschen, die ich befragen kann. Okay, also vielen Dank fürs Zuschauen, für eure Aufmerksamkeit. Ich bin raus. Daumen nicht vergessen. Ich vergesse immer wieder den Daumen. Bitte nicht den Daumen vergessen und mir mitteilen, ob euch das Video gefallen hat. Tschüssi!